Liebe Eltern, hallo liebe Kinder, wir zeigen euch heute, was haben wir hier? Fünf Kalender. Von? Kars. Von Kars, genau, wir haben hier von Kars 3. Von Kars 3, wir haben den Adventskalender geholt von Kars 3. Hinter den 24 Türchen verbergen sich tolle Sachen von Kars 3. Alexandro macht die Türchen jetzt nach und nach für euch auf. Und nicht abschalten, denn am Ende des Videos gibt es einen Kalender für euch zu gewinnen. Wenn man den Kalender verschenken möchte, kann man hier dieses Beiblatt auch abnehmen, damit derjenige, der den Kalender bekommt, nicht weiß, was drin ist. Wir fangen jetzt an mit Türchen Nummer 1. Hinterm ersten Türchen versteckt sich so einer. Der hier. Und wie heißt der? Weiß ich noch nicht. Oh, das ist dieser Gabelstapler. Oder wie nennt man das? Und das ist so ein Schlüsselanhänger. Den kannst du dir an deinen Turnbeutel dran machen, ne? Dann machen wir weiter mit Türchen Nummer 2. Das. Was ist das? Was ist das denn? Oh, cool. Guck mal. Das ist so ein, wie nennt man das? Snap, Slap, Moment, die steht hier hinten. Mini Slap Snap Band. Mini Slap Snap Band. Gib mal deine Hand, Schatz. Guck mal. Au! Das ist ein Armband. Willst du mal bei der Mama machen? Ja. Was denn? Patsch, genau. Und dann hast du ein Armband. Dann machen wir weiter mit Nummer 3. Wo ist die Nummer 3? Ich sehe die. Ja, mach mal auf. Das ist was ganz Kleines. Was haben wir in Nummer 3? Was ist das? Kars. Aufkleber. Das sind Kars-Aufkleber. Cool. Und die glitzern. Dann mach mal Türchen Nummer 4 auf. Komm mal raus. Was ist das? Ein Stift. Ein Stift von Kars ist das, ne? Und wie kann man damit malen? Den muss man anspitzen. Da ist bestimmt auch ein Spitzer drin. Sollen wir weiter gucken? Jetzt machen wir weiter mit Nummer 5. Hier ist die 5. Da! Genau. Wow! Was ist das denn? Was ist das? Hook! Der Hook! Ein Armband von Hook ist das. Zeig mal in die Kamera. Guckt mal, Kinder. Den musst du andersrum anziehen. Ein Hook-Armband. Der ist aber schick. Der ist schick. Dann machen wir weiter mit Türchen Nummer 6. So wow. Einer. Cool. Weißt du, was man damit machen kann? Mhm. Das ist hier ein schwarzes Auto von Kars. Ich weiß leider nicht, wie der heißt. Da bin ich jetzt überfragt. Aber wenn vielleicht eure Kinder wissen, dann schreibt es mal in die Kommentare. Guck mal, Schatz, den kann man hier oben nämlich auf den Stift drauf machen. Und gleich haben wir bestimmt noch einen Spitzer drin. Und dann kann man damit malen. Und dann ist das richtig cool. Jetzt haben wir die Nummer 7. Wo ist die Nummer 7? Welche Nummer 7? Hier oben. Das ist der gleiche schwarze wie vorhin. Als, ich weiß jetzt gerade nicht, wie man das nennt, Anstecknadel. Und jetzt haben wir die Nummer 8. Nummer 8. Was ist denn da drin? Wow! Ey, geh so. Guck mal. Was ist das denn? Ist das cool? Eine Uhrkette. Eine Kette. Ich mach sie dir mal auf. Aber das beide. Das ist deine, ja? Ja. Ich hab noch Boah, nie. Cool. Mama, ich hab noch nie eine Kars-Uhr. Eine Kars-Kette, meinst du? Cool, Schatz, guck mal. Mit Lightning McQueen. Ja. Sehr schön. Schick. Dann machen wir mal weiter mit Nummer 9. Schnürsenkel von Kars. Die können wir an deine Schuhe dran machen. Suchen wir die Nummer 10. Die ist hier oben. Ich will Leute. Bitte schön. Ich habe schon mal Vorarbeit geleistet. Was ist das? Noch ein Auto. Noch
ein Anhängeauto. Das ist der gelbe. Ja. Guck mal. Das ist der gelbe, ein gelber Anhänger. Jetzt haben wir zwei. Ja. Und einen blauen. Ja, beide. Cool. Und weil der kann den abschleppen. Der kann den abschleppen. Cool. Der kann den abschleppen, ne? Ja. Cool. Sollen wir mal weitermachen mit dem Kalender? Mhm. Na komm, dann lass das mal auf Seite. Dann machen wir jetzt weiter mit Nummer 11. Nummer 11? Ich bin alleine. Bitteschön. Was ist das denn? Zeig mal. Das ist Klebeband von Cars. Ja, das ist meiner. Kann man kleben? Ja, ist deins. Die Nummer 12. Bitteschön. Boah, cool. Cars. Ein Radiergummi von Cars. Ja. Ein roter Radiergummi von Cars. Jetzt haben wir die Nummer 13. Der neue. Cool. Noch ein gelber. Noch ein gelber Anhänger. Ja, aber der ist dein Freund. Der ist dein Freund. Zeig ihn mal den Kindern. Weißt du, wie die alle heißen? Nein. Weißt du nicht? Vielleicht wissen das die Kinder. Sollen die uns das mal verraten? Wenn ihr das wisst oder wenn eure Kinder das wissen, dann schreibt es mal in die Kommentare, wie die alle heißen. Ich kenne nur Lightning McQueen. Die anderen kenne ich gar nicht. 14. Noch ein Pinner. Oder wie heißen? Zum Anpinnern. Guck mal. Noch ein. Wo willst du die? Nummer 15. Eine Kette. Noch eine Kette. Ja. Noch eine. Und da ist auch nochmal Lightning McQueen drauf. Auf der anderen Kette. Papa, wir haben noch eine. Super. Aber ich habe die an. Noch eine habe ich. Zwei. Zeig mal. Das ist auch Lightning McQueen. 16. Willst du die auch machen? Die? Mhm. Und noch ein. Noch so ein Slap-Snap. Zeig mal, es ist das gleiche. Nee, das sieht ein bisschen anders aus. Zeig mal. Das ist anders. Zeig mal. Ja. Nummer 17. Guck mal rein. Noch ein. Noch ein Schnürsenkel. Jetzt haben wir für beide Schuhe ein Schnürsenkel. Mhm. 18. Was ist das? Ein Gummiband? So ein Gummiband? Das ist so ein Armbändchen aus Gummi. Die Nummer 19. Was ist das? Guck mal, das ist so eine Klammer. Eine Klammer ist das. Das kann man hier so dran machen. Am Papier oder irgendwo als Deko. Kannst du das? Dann haben wir die Nummer 20. Oh, das ist ein größeres Türchen. Boah, LKW! Wow. LKW! Wie heißt der? Mac! Das ist der Mac-Anhänger. Ja, der hat auch einen Anhänger. Zeig mal. Hier haben wir den Mac-Anhänger. Wow! Jetzt haben wir ganz viele. Jetzt haben wir ganz viele. 21. Noch einer. Nochmal so ein Anpin-Ding. Mit dem haben wir die 22. Noch so ein Slap-Band. Und der sieht wie so einer. Der ist blau und da ist der schwarze. Aua! Oh, nicht so feste, Schatz. Noch zwei Türchen, Schatz. Die 23 ja. Und die 24.
Was haben wir in der 23? Noch ein Anhänger. Ein Schlüsselanhänger für den Schlüssel. Und noch ein letztes haben wir. Jetzt bin ich mal gespannt, was in der 24 drin ist. Aber der ist so rot. Jetzt haben wir alle aufgemacht. Jetzt haben wir alle aufgemacht, genau. Wir haben den Kalender vernichtet und euch gezeigt, was alles drin ist. Auf der Rückseite gibt es noch drei Spiele, habe ich gerade gesehen. Einmal hier so ein Fadenspiel. Dann gibt es hier ein Spiel, wo man die Unterschiede finden muss. Und einmal, wo man die Zahlen verbinden muss. Und dann hat man hier auf dem Blatt die Lösungen. Wenn ihr den Kalender auch kaufen möchtet für eure Kinder, habe ich unten in der Infobox den Link dazu. Aber wir haben ja noch was für euch. So, den offenen tun wir weg, denn wir haben noch was für euch. Wir haben jetzt ein neues. Wir haben hier einen Adventskalender, der ist zu und den wollen wir euch schenken. Diesen tollen Adventskalender könnt ihr, wie gesagt, gewinnen. Hinterlasst uns einfach einen netten Kommentar unten in die Kommentare und dann seid ihr mit dabei. Alle weiteren Bedingungen, wie lange das Gewinnspiel geht, seht ihr unten in der Infobox. Und ja, wir drücken euch die Daumen und sagen tschüss! Hinterlasst uns auch ein Däumchen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr neu auf unserem Kanal seid, dann freuen wir uns natürlich auf ein Abo. Tschüss! Tschüss! Hey, ich danke dir fürs Zuschauen. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Du kannst mich auch auf meinen anderen Social Media Channels folgen, die du hier oben siehst. Mein letztes Video siehst du hier auf der Seite. Und ich würde mich über ein Abo von dir freuen. Du kannst mich hier über den Button neben mir abonnieren. Über ein Kommi und einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich sehr. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.